Hey Leute, hier ist Aldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Es geht weiter. Wir sind nach Mazahn Castle gelaufen, weil ich gesehen habe, die sind belagert. Hier waren wir vor letzter Folge. Folgendes passiert. Und zwar habe ich den Mod installiert, damit wir mehreren Leuten Hideout angreifen können. Hab's aber noch nicht getestet. Und ich habe mal die Fehler ins Forum geschrieben zum Thema Thais, dieser Noble, den wir in unserer Party haben, der nicht weggeht. Und unsere Kinder, die wir nicht benennen können. Oder aus irgendeinem Bug, ich vergessen habe zu benennen oder wie auch immer. Und, was ist denn hier? Ja, die hier. Und dann einmal die Policies. Haben wir eins dazu genommen. Ich wollte mehr nehmen. Danke nochmal für eure Tipps. Tier 4 Clans gain 1 influence per day and the party size of their leaders is increased by 50. Das heißt, wir kriegen 50 mehr. Leute, habe ich das nicht gesehen? Oder ist das neu dazugekommen? Ich weiß, ein paar neu dazugekommen. Meine Fresse. Meine Fresse, ich bin so blind. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Ich kann leider nicht mehr machen. Wie gesagt, wir müssen sparen. Influence, dann machen wir noch eins. Das gibt nochmal mehr Influence. Ich habe den Deutschmod versucht zu installieren, stößt ab. Ich muss das nochmal probieren. Genau, guck, ich habe bestimmt nicht den Beta-Patch installiert. Für den Mod, wir werden sehen. Und das ist dieser Thais-Typ, den wir loswerden müssen. Wie auch immer. Hier sind wir. In unserem Königreich. Und verteidigen unser Land. Gegen die Kusites. Frieden wäre jetzt toll. Sonst müssen wir noch Omo einnehmen. Und dann Frieden schließen. Dann sind wir sowas von safe hier auf der Seite. Voll gut, oder? Naja, los geht's. Wir haben ja Eindringlinge, die müssen weg. Aber, eine Sache ist blöd. Und zwar, es ist noch nicht, es ist noch nicht Tag. So, jetzt. Okay, speichern. Ich guck mal, ob ich noch Gefangene habe, weil wir können ja jetzt viel mehr Leute rekrutieren. Nein, schade. Ach, diese Musik. Wunderschön. Will noch jemand mitmachen? Ich weiß nicht. Sollen wir es versuchen? Ne, es kostet nur... ich weiß halt nicht, wer nah ist. Ist jemand nah an Mazahn Castle? Da steht ja doch da immer, ne? Distance. One day, one day, one day. 9 hours. One day, nine. One day, one day. Ach, das ist ja geil. Das habe ich auch noch nie gelesen, ja? Ich denke mal... Ich blende das auf, wenn ich denke, das ist unwichtig. Also wir haben 66 da. 266 plus meine... Ach, das muss gehen. Los geht's. Sind ja nur Kusites. Berühmte letzte Worte. Ach ja. Ach ja. Oh! What's this for? Karte? That looks very good. Oh Mann, mit dem Fluss. Das ist super. Die Frage, ob wir... Okay, können wir die Archer schön alle aufstellen? Die vor dem Wasser? Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Kommen wir schon wieder mit tonnenweise Kavallerie. Jetzt überlege ich. Das muss so stehen. Die Bogenschützen schaffen das wohl von sich selbst, oder? Aus. Wir haben halt viele, oh Mann. Viele Rekruten wieder, die wahrscheinlich alle draufgehen werden. Ja, müssen die Bogenschützen jetzt so regeln. Ah, kommt mit. Oh Mann, ich darf nicht sterben. Das ist ein Horse Archer. Da müssen wir jetzt reinchargen. Wird sich aber auch nicht lohnen, wirklich. Weil da gleich noch mehr kommen. Ist auch durchgemischt, ne? Wo sind eigentlich den für... Da hinten kommen sie. Wollen machen, Gottwalters Armee! Wir sind auf dem Höhenflug unseres Reiches! Wir werden groß werden! Oder Aldemar wird gleich sterben, ich sehe es schon. Das Karawaiden drin habe ich gesehen. Oh, da kommen noch mehr. Okay, zurück. Bleiben da neben unseren Bogenschützen. Oh, da kommen sie. Wir haben leider ziemlich viel Speerwerfer. Angriff. Vorwärts! Genau, schön rein da. Da kommen die, blöden Kavalleristen. Mich hört das was da unten.
Da kommst du nämlich direkt unsere Verstärkung rein. Das ist super. Es ruckelt dann meistens bei der Verstärkung. Oh, habt ihr das gesehen? Rausgepickt. Sammeln, sammeln. Halt ihr! Gottwalter! Für wir Männer! Wir! Ich glaube, ich habe euch falsch positioniert, sehe ich gerade. Ihr dreckigen Horse Archer. Ich krieg nicht mehr so viel Damage, ne? Manchmal denke ich das ja immer. Boah, wir haben mehr Schilde. Die ganzen Lappen sind tot. Guck mal, wir haben mal ziemlich viele Lappen verloren. So, ich habe 11 Kavalleristen. Und die brauche ich jetzt, um denen ihre Bogenschützen gleich mal anzugreifen. Weil ich dann sterbe. Boah, die halten die Schilde auch, obwohl wir kein Schild wohl haben. Und wir haben gerade Verstärkung bekommen. Stell die mal dahin ins Wasser, aber da haben sie mehr Deckung vor ihrem vor den Bogenschützen. Ich müsste aus sicherer Distanz kommandieren. Sie kommen einzeln, das ist natürlich sehr gut für uns. Da sind ihre Bogenschützen, die flankieren. Flankieren richtig, das ist krass. Und stehen getrennt darum. Wir müssen. Ich glaube, im Wasser stehen ist sogar viel besser, weil die Kavallerie von denen dann langsam wird. Ach, wir sind auf Shield Wall. Mal gucken, wie viele von denen da getroffen werden. Oder? Ne, ich glaube, keiner wird getroffen. Nix da, Freundchen. Ne, 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 ne. Was machen die denn da hinten? Nix da. Jopdala, jop, jop. Meine Insel. Gibt's ja nicht. Für Endor. Das gibt's doch nicht. Warriors, with me! Bows! Sea ship release! Arrow! Archer! Bows down! Come on, boy! Jota, we're arrows! Don't take them down! Warum steht der Infanterie? Es soll Archer sein? Na gut. Bowman! Stop shooting! Bowman! Hear me! Onwards! Forward! Arrow! Move out! Give him hell! Move! Ja, solange die da im Schildwall gehen, da schießen die Bogenschützen, da sind die ganzen Kavalleristen. Okay, feuerfrei, egal was ist. Archers! They're moving! Hm. Attack! Warrior on me! Dann machen wir kurz Druck.
Mounted Archers! Achso, die Mounted Archer, die kommen bitte zu mir. Ich überlege, ob wir uns woanders positionieren, weil es mit dem Bogenschützen nervt mich. Seht ihr das da? Das machen wir jetzt mal. Ich glaube, das Safety vor den meisten Bogenschützen. Das sind die Bogenschützen oder sind das nur Soldaten? Das sind nur Soldaten, glaube ich. Infanteristen, das sind alles Soldaten. Auch die Bogenschützen, aber alle müssen weg. Da hinten sind sie. Versuchen wir es mal. Gegen kusaitische Bogenschützeninfanterie. Super Idee. Oh, scheiße, das ist die Kavallerie. Jagt mich, wenn meine Kavallerie von hinten kommt und alle tötet. Wie viele haben wir noch? 23. Wir gucken mal, wie viele überleben. Leben noch alle. Oh, da haben wir entschlossen, welche anzugreifen. Leben noch alle 23, kann nicht stimmen. Sind wir wirklich unterwegs? Oh, oh. Oh, yeah. Das sind doch Batania. Teilweise. Die Kavallerie auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir ein paar Verluste. Los, weg hier. Ja, ihr seid die Belager. Ihr müsst uns angreifen. Da, die gehen doch alle langsam gerade. Komm, gib mal Pfeile sammeln. Vielleicht geht, die sind ja noch irgendwo welche. Weil manche verschwinden leider, glaube ich. Der rennt irgendwo hin. Ah ja, der sammelt was auf. Cool. Aha, da wird gesammelt. Geht mal da sammeln. Die sammeln ja auch die Köche auf von den anderen. Der wirft irgendwas hin. Oh, da. Und lebt er noch lange? Scheiß. Scheiß Bogenschützen. Ich darf hier nicht down gehen. Ich darf hier nicht down gehen. Greifen sie jetzt an, anscheinend. Ich könnte auch da hingehen. Oh, jetzt geht's los. Endlich. Weiter aufteilen. Erklebe, ich fasse es nicht. Anders hinstellen. Das sind die ganzen Bogenschützen. Die schießen jetzt wahrscheinlich meine Bogenschützen. Die Arschgeigen da hinten. Läuft nicht so toll.
Nee, 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 lauft nicht in euren Tod. Genau, dreh mal um. Alle mitkommen. Okay. Totale Apokalypse! Los geht's. So nicht. Wurde getroffen von irgendwas, irgendwo. Knüppli! Rette uns! Bei der Macht von Knüppli! Jetzt Blitze strömen. Na gut, so viel dazu. Komm, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh shit, oh shit, oh shit. Unserer. Wir gewinnen! Oh mein Gott! Ich dachte, wir verlieren. Nein, das dachte ich nie, Männer! Bier! Bier! Es läuft doch irgendwie besser. Ich habe ein bisschen, ich habe die Kleidungssimulation wieder ausgemacht. Das funktioniert einfach nicht. Sehr schön. Jetzt können wir Knüppli rausholen. Ist doch nicht. Gibt's doch nicht. Wow, oh je. Manche verteidigen sich immer noch, die ziehen sich zurück, aber... Das sind teilweise Batania. Mach's gut mit deinem Pferd. Jetzt fliehen sie erst. Moralstarke Truppe. Nichts da. Das war sehr gut. Ist da noch irgendwo einer? Irgendeinem laufen sie hinterher. Na egal. Naja, nur das Doppelte. Naja, ist meistens irgendwie so. Ah, Cola. You're my prisoner now. Ach egal, nee, ich lass die gehen, ne? Ich will mich doch einschleimen. Ich hab's vergessen, ist ja wieder in. Argoros, Argoros, das muss ich mir merken nochmal, Argoros. Argoros, welche Familie das war? Thais, guck, da ist auch ein Thais, aber ohne Haar. Meine Güte, wie viele Lords waren das denn? Das ist ein gutes Zeichen. 150 Prisoner. Und wir haben zu viele. Hashan, lassen wir so, ne? Sea Raider... Das ist halt ein Riesenproblem. Jetzt werden wir ganz viele Prisoner verlieren. Machen wir so. Ja. Ja. Gehen in die Burg. Und geben die da ab. Wenn ich jetzt nicht die Hälfte schon verliere. Go to the dungeon. Donate Prisoner. Donaten wir mal erstmal Hashan. Ich habe 206 Prisoner. Okay. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier bleibe? Wie viele von denen kann ich dann eigentlich behalten? Ja, das ist die Frage. Machen wir erstmal die ganzen Low-Leveligen weg, weg. Was soll Sea Raider auch? So. Wir gucken einfach mal, wie wir ihn behalten, okay? Bleiben wir jetzt mal kurz hier stehen.
Wir müssen erstmal unsere Truppen wieder genesen lassen. Und dann müssen wir rekrutieren gehen. Wir brauchen Truppen, 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 Truppen. Aber ich muss auch Frieden, 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 Frieden machen. Oh, das Boden ist damit. Die haben alle Essensprobleme. Das Polen deiner Armee ist ein bisschen lahm. Henk, Krotor. Okay, Party. Bataillen. Ich finde die neuen Schilder sind so cool. Sea Raider. Bisschen leise, ne? Muss mal lauter machen. Oh, da ging noch. Oh, da ging noch mehr. Genauso muss das sein. Ja, es wird auch heiß diskutiert, dass Infanterie-Leveln viel zu lange dauert, wobei Kavallerie-Leveln viel einfacher ist, weil Kavalleristen zum Beispiel Bogenschützen viel besser leveln, weil sie viel mehr Kills machen. Und wir brauchen mehr Infanterie-Bogenschützen. Es gibt viele, die eigentlich nur mit Kavallerie spielen wollen, Infanterie. Und ich meine, klar, Kavallerie ist immer besser. Das Problem ist, ich glaube, Kavallerie müsste viel langsamer leveln können. Weil ausgebildete Kavalleristen schwerer zu bekommen sind als ausgebildete Infanteristen, meines Erachtens. Ja, gerade Bogenschützen. Bogenschützen brauchen Jahre des Trainings. Ein Armbrustschütze hat das innerhalb von 2 Wochen, kannst du dem zum richtigen Armbrustschützen trainieren. Ja, ist halt wie bei Schwarzpulver, ne? Warum auf einmal alle keine Bögen mehr benutzen, weil Bögen einfach, wenn ein Bogenschütze stirbt, ist einfach viel zu teuer. Vercek, den zu ersetzen. Ist die Frage. Können wir jetzt Frieden machen? Obwohl ich ja noch Dingens haben möchte gerne. Dafür haben wir zu wenig Einfluss. So ein paar Looter, das bringt eigentlich nichts. Oh, oh Mann, ey. Ja, wir können froh sein, dass sie noch Krieg haben gegen andere. Hier wird nirgendwo was belagert, das ist gut. Dafür würde ich ja Nachrichten bekommen. Wie gesagt, Omor. Das wäre echt schön. 550. Aber ohne... Komm, wir versuchen jetzt mal diese Bandit-Hideouts platt zu machen, okay? Ich überlege, ob ich jetzt erstmal die Gefangenen abliefere. Aber eigentlich will ich die ja rekrutieren. Aber da tut sich momentan nicht so viel. Bushwhacker. Komm, wir gucken mal, ob wir hier dafür eine Quest nochmal bekommen. Oh, ich habe Plusgold bekommen. Train Troops of Wand and oh, ja, das ist aber nie so toll. Gucken wir mal. Gucken, ob es jetzt 25 sind. Schade, jetzt wollte ich eigentlich die Quest annehmen. Ja! Guckt mal! Okay, nochmal zurückziehen. Retreat? Nee, oder egal, wir greifen jetzt an. Fernkampfwaffen benutzen. Und Lyanna ist bestimmt am Anführen. Oh, Alpern the Knowing. Du bist ja fast so lahm wie ich. Die Unausgebildeten. Macht sie nieder! Kein Erbarmen! Guck, wie viele das hier sind. Genau, Shields ab, ganz wichtig. Ich gehe mal zuerst, weil... Boah, dann brechen sie zusammen. Boah, was ein blutiges... Was ein blutiges Unterfangen. Jetzt geht's in die Höhle. Oh, wir haben sogar ein paar Bogenschützen dabei. Das ist aber praktisch. Kann leider nicht schnell vorspulen hier. Das wäre toll. Mal jetzt gerade lustig.
Oh Gott. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Alter, guck mal, wie viele wir schon hier verloren haben. Gott sei Dank haben wir noch Truppen. Wo ich ja noch mehr schreie. Irgendjemand hat Bösewichte getriggert. Alter, hier bin ich ja noch gar nicht hochgegangen. Aber wir haben mehr. Oh! Oh Gott, hat einer Wurstwerk gekriegt! Und wieder runter. Gehen wir nicht durch die Höhle? Da kommen die letzten. Bogenschützen hier oben bleiben. Onwards! Dann wird gekämpft. Da kommen sie von hinten. Verteidigen wir unsere Bogenschützen. Oh ja, oh ja. Haben wir es geschafft? Ah, gut. Boah. Guck mal, alle, die uns Wurstbeere jetzt drin hängen. Very well. Und vorbei. Für mir, Bock. Wir haben sogar zwei Tote. Aber, Alter, es waren wie viele insgesamt? Was ist denn hier die gesamte Zahl? Steht da gar nicht, ne? Sehr schön. Ich glaube, Moral gibt es das nicht. Troops, sehr schön. 13 Stück und 29 Gefangene. Davon können wir wahrscheinlich nichts mitnehmen. Doch. Was rekrutieren? Einen. Lass mal die Sea Raider mal so 3 Stück da. So. Sehr schön. Sind wir die endlich los? Was war das mit den Truppentrainieren? Das funktioniert. Oof. Oof ist das neue Mod. Ja? Es ist wunderschön. Bandit Base near Oof. Machen wir. Aber wir müssen uns leider ausruhen. Hätte ich vorher machen sollen, ne? Ich muss hier leider aufhören, liebe Leute. Das war eine weitere Folge. Mountain Blade Bannerlord. Bis zur nächsten Folge. Ich habe wieder vergessen, früh aufzuhören. Wie immer. Aber euer Schaden ist es ja nicht. Haut rein.